Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir stecken am Otter weiter. Ich bin jetzt auf Seite 2. Ich muss hier gleich erstmal noch die Striche nach unten weiterziehen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ja, den Otter haben wir im Stream zusammen gestickt. Da haben wir 5 Reihen tatsächlich geschafft. Etwas über einer Stunde. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich hier dran weiter, weil ich aktuell unter der Woche an einem anderen Bild arbeite. Das werde ich euch dann zeigen, wenn es fertig ist, weil das ist ein Bild, das werde ich verschenken. Also es wird seinen Besitzer wechseln. Und deswegen sticke ich das halt immer unter der Woche und am Wochenende mache ich halt was anderes. Gestern zum Beispiel habe ich ganz viel Diamond Painting gemacht und heute habe ich mir gedacht, sticken wir dann. Ja, es geht langsam voran. Die Chance steht ganz gut, dass ich heute das Side Half Finish schaffe, also halbe Seite von der Seite 2. Fehlen jetzt noch 13 Reihen, also könnte klappen, mal gucken. Ob ich das schaffe. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn es dann mal bald dazu kommt, dass ich mal ein bisschen was anderes außer Blau sehe. Wobei ich glaube, dass wir oben komplett Blau haben. Ich glaube, wir haben da keine Blumen oben drin. Die kommen erst die Seiten darunter. Aber nun gut. Irgendwann müssen wir ja da mal hinkommen. Und deswegen sticken wir hier fleißig am Otter. Ne? Ja, wie ihr seht, können wir jetzt auf Seite 2 auch endlich hier das hier sehen. Das ist ja bei einigen Vorlagen, wo wir weniger Seiten haben, schon auf Seite 1 gewesen. Ich habe das jetzt auf Seite 2. Ich hatte da ja schon mal in einem Video was zugesagt, dass die Vorlagen zwar an sich gleich sind, aber halt, ich habe 42 Seiten und es gibt welche, die haben halt weniger Seiten, sprich, die haben einfach mehr Perlen auf einer Seite. Ja, ansonsten, es kühlt sich gerade tatsächlich wieder ab. Wir haben jetzt 26,9 Grad. Vorhin im Stream hatten wir über 27. Eben ging ein kleines bisschen Wind, aber die Sonne kommt auch wieder raus. Mal gucken. Lust auf Painten habe ich heute auf jeden Fall nicht mehr. Da möchte ich hier lieber heute sticken. Wobei ich auch wieder Bock auf Kreuzsticken hätte. Aber ich möchte ein bisschen mit den Perlen hier vorankommen. Ein bisschen was an Fortschritt sehen. Ein bisschen, dass ich euch was zeigen kann. Und dann bin ich sehr gespannt, wenn es dann in die Farben hier reingeht. Ja, aktuell hier auf der Seite habe ich, glaube ich, nur 2 Farben. Ich weiß gar nicht. Also ich hatte noch Schwarz. Da kommt auch noch Schwarz dann später zu und wieder eine andere Farbe. Kann ich das mal hier zeigen, da könnt ihr eh nichts mit anfangen. Da kommen wieder solche weißen Flecken, wie ich hier schon habe. Also ein bisschen was Besonderes quasi auf der Seite. Und ich meine, danach die Seiten sind alle relativ gleich, alle blau und so. Und ja, die unten angefangen haben zu sticken, die haben natürlich gleich da schon die Blumen gehabt und so. Aber ich bin ja jemand, ich sticke immer von oben links. Deshalb komme ich dann erst später hin, aber naja, gut. Die Überraschung bleibt dann größer. Aber da freue ich mich sehr drauf. Also das, was ich schon gesehen habe, auch was Mine schon gestickt hat, das, was die Jessie gestickt hat, also Wahnsinn. Ganz, ganz tolles Motiv. Wunder, wunderschön. Und das habe ich ja schon letztes Jahr gekauft, also Ende letzten Jahres habe ich das bekommen. Und habe ja tatsächlich an Silvester am 31. die ersten paar Perlen gestickt und habe es dann aber weggeräumt, weil ich dann an Drago gearbeitet habe. Aber ja, ich dachte mir jetzt Sommer und Hitze und schönes Motiv passt total zum Sommer hin. Mal gucken, ob ich das im
ja, im Herbst weitersticke, weil ich habe ja noch die Wölfe im Polarlicht von der Nadja. Außerdem habe ich noch die anderen Wölfe von Olga. Und ich habe ein Bild bestellt bei Olga, was ich dann auch gerne anfangen möchte, wenn es da ist. Mal gucken, ich denke, das wird bald kommen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wo die Reise hier hingeht. Ich mache das jetzt seit über 2 Jahren. Ich muss sagen, ich liebe es immer noch. Es macht mir nach wie vor immer noch sehr, sehr viel Spaß. Es ist eine tolle Abwechslung zum Diamond Painting, einfach mal was anderes. Wenn man mal gerade auf Diamond Painting keine Lust hat, dann kann man sich hier zum Sticken hinsetzen, Perlen oder Kreuzsticken. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ich sehe auch an den Aufrufzahlen meiner Videos, dass ihr sehr, sehr gerne Perlenvideos schaut. Also Diamond Painting Videos gibt es en masse, aber Perlenstick Videos halt nur ganz selten. Jetzt kam mal wieder das ein oder andere online, aber ja, wenig, wenig, wenig. Was ich sehr schade finde, weil ich gucke natürlich auch gerne Perlenstick Videos. So. Wir sind fast mit der Reihe schon durch. Dann kann ich auf jeden Fall demnächst wieder blau hier auffüllen. So, ein bisschen konzentrieren gerade, dass ich hier nicht die falsche Perle nehme, die auch aus meinem Perlenbrett gerade gar nicht raus möchte. Ja, heute habe ich, glaube ich, ein bisschen Allergie. Ich merke es ein bisschen. Aber nur leicht, Gott sei Dank. Aber ein kleines bisschen ist er da. Ich brauche mal wieder dringend Regen. Aber es soll morgen regnen. Dann wird es mir erst nochmal schlecht gehen und danach wird es dann wieder besser. So. Die letzten 4 in der Reihe. Na? Was habe ich hier gemacht? Oh, das muss ich nochmal aufmachen. Da habe ich irgendwo durch den Faden durchgestochen. So, jetzt passt es wieder. So, Faden wieder rein. Ist ja natürlich das Praktische halt bei Big Einer. Ich muss da jetzt nicht stundenlang einfädeln, zumal mein Faden halt sich gespaltet hat vorhin. So, also nochmal 2 davon. Dann diese und dann wieder das helle Blau. So. Dann streiche ich mal eben ab. Ich bin ja hier Team Abstreichen der Legende bzw. des Schemas. Ich habe deshalb auch einen hohen Verbrauch an Textmarkern. Ich habe jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Stück musste ich jetzt schon entsorgen, weil die nicht mehr gemarkert haben, weil ich die ja wirklich ständig benutze für meine Bilder. Aber nun gut, ich habe auch schon Nachschub gekauft, also sollte alles passen. So.
Ja, ich muss ganz, ganz dringend hier nachmalen. Also ich habe jetzt hier teilweise nur noch ein oder zwei Reihen, bevor ich das dann halt nicht mehr hier sehe. Das heißt, das Video wird hier nicht ganz so lange, weil ich habe nämlich den Stift auch leider nicht hier, der liegt drüben. Habe ich aber auch eben wieder vergessen, das eben zu machen. Eben habe ich es nämlich noch im Stream gesagt, dass ich das unbedingt nachmarkern muss, beziehungsweise nachmalen muss. Dann habe ich was gegessen und habe jetzt gedacht, nee, komm, drehst direkt das Video, dann brauchst du da nachher es nicht mehr machen. Ja, und jetzt habe ich es natürlich trotzdem vergessen, noch weiterzumachen, ne? Naja. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch mehr Stifte. Ich habe die ja früher, diese Frixon-Stifte, habe ich ja fürs Filofaxing benutzt. Wenn ich weiß, was das ist, also Filofax ist ein Hersteller von Terminplanern aus Großbritannien. Und diesen Kalender, quasi diesen Ringbuchkalender, gibt es natürlich auch von anderen Marken und so, den. Ja, gestaltet man mit Stickern, mit Washi-Tape und so. Muss ich auch für meine Mutter noch machen. Ihre ging nämlich nur noch bis gestern. Also ihr designtes, ihr gestaltetes. Ich muss mal ganz kurz mein Näschen machen. Naja, jedenfalls hatte ich dann damals diese Stifte, mit denen ich dann halt auch reingeschrieben habe, einfach weil man die ja wegradieren kann. Und ich hatte eigentlich auch mehrere Farben. Aber irgendwie liegen die alle drüben. Ich muss mir hier auch mal einen hinlegen, dass ich immer was habe. Ich habe ja eigentlich immer alles mehrfach da. Ich kann mir auch hier mal einen Textmarker hinlegen. Weil jedes Mal, also vorhin war das auch so, da habe ich hier vorbereitet, alles hingestellt für einen Stream, Garn und so weiter. Und dann hatte ich alles hier und dann habe ich so überlegt, ob du alles hast. Ich denke mir, oh nee, Textmarker hast du auch nicht, ne? Ja. Muss ich mir unbedingt mal hier hinpacken. Genau wie Garn. Ich hab ja so viel von diesen Adriana Titan 60E Garn, was ich ja immer nutze. Also dieses hier. Na, das habe ich ja ein paar Mal. Eigentlich kann ich mir eine ganze Rolle mal hier hinstellen, dass ich dann gar nicht mehr das rübertragen muss. Aber ich vergesse das auch immer. Aber ich habe ja bald Urlaub. Und dann werde ich sowieso mal meine Perlenbilder und meine Diamond Paintings sortieren. Und dann werde ich mir auch einfach mal hier eine Packung oder so eine Rolle Garn hinstellen. Damit ich hier nicht immer ständig das von A nach B tragen muss. Und den Textmarker, den lasse ich gleich einfach hier liegen. Ich habe ja drüben noch welche, nehme ich mir von drüben ein. Dann habe ich immer einen hier, falls ich da mal das vergesse, weil sonst muss ich erstmal wieder loslaufen und dann, ja. Vor einem Video, vor einem Stream ist das halt blöd, genauso wie jetzt halt doof ist, wenn ich jetzt loslaufe wegen der Frixon-Stifte. Aber da gucke ich auch gleich mal. Weil ich habe auf jeden Fall auch noch andere Farben. Ist prinzipiell egal, in welcher Farbe ihr es macht. Bei Wärme geht das ja sowieso raus, aber also einfach wegföhnen. Und ich denke, also wenn ich jetzt so gucke, sieht man das jetzt hier auch nicht. Da habe ich ja auch überall gemalt, ne? Ich denke mal, zum Teil wird es sowas schon weg sein, einfach weil das Bild manchmal in der Hitze liegt. Also jetzt gerade bei der Hitze ist mir das aufgefallen, dass die Farbe auch nicht mehr so stark ist. Also obwohl da keine Sonne drauf scheint, sondern einfach nur die Wärme. Weil an meinem Schreibtisch kommt eigentlich eher am Nachmittag die Sonne rum, aber dann strahlt das auch nicht so auf den, ja, auf meinen Arbeitsplatz. Oder das Bild liegt auf der Kommode, da kommt die Sonne, sag ich mal, so eh nicht hin. Aber ja, da werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich mir auch mal hier einen Stift hinlege. Naja, Faden wird schon wieder langsam zu kurz. Den muss ich gleich mal wechseln. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben.
wie viele Perlenbilder ihr so habt. Ich habe meine tatsächlich noch nie gezählt. Ich denke aber mal, mit Vordrucken und so weiter bin ich bestimmt bei 30 Bildern. Ich habe alleine 8 Bilder von Tokarewa, glaube ich. Wobei Draro ist ja schon fertig, ne? Der liegt hier, den muss ich noch einrahmen. Bilderrahmen habe ich hier. Jetzt habe ich mir vorhin doppelseitiges Klebeband bestellt. Das werde ich dann drauf machen. Dann werde ich den Draro da drauf spannen und dann mal gucken hinten, ob ich das dann schnüre, ob ich das dann zunähe oder ob ich das auch irgendwie mit Klebeband befestige. Muss ich mal schauen. So, eine Perle noch, dann wechseln wir den Farben. Faden. Ich komme nämlich hier nicht mehr rein. So. Huch, der hat gesehen, da ist die ganze Nadel geflogen. So, hier mache ich immer 2 Knoten. Und dann einfach vernähen. Das ist natürlich das Schöne, wo ich jetzt mit dem blauen Garn bei dem Bild mit den Wölfen mit Polarlicht arbeite, dass ich da das blaue Garn natürlich extremst gut sehen kann und das einfacher ist zum Vernähen. Ne? So. Das reicht schon aus. Dann können wir einen neuen Faden ansetzen. Ich schneide ihn dann halt einfach ab, ne? Und dann mache ich mir einen neuen Faden dran. Den wickle ich mir so circa 10-mal um die Hand und dann ziehe ich nochmal so ein Stückchen ab. Das ist immer so die Länge, die ich benutze, weil ich mag es nicht, wenn es zu lang ist. Aber ich mag auch nicht ständig halt den Faden wechseln, weil es halt nervig ist, ne? Und da ich ja... Kommst du mal jetzt da raus? Da ich ja direkt aus dem Perlenbrett arbeite, darf der auch nicht zu kurz sein, weil sonst kommt ihr da nicht mehr richtig rein. So, wo waren wir denn? Hier waren wir. So. Und dann haben wir einen Knoten und vernähen das Ganze. Mal gucken, wo habe ich denn meine Nadel jetzt hingetan? Oh, ich hatte mir extra für den Stream hier eine Nadel rausgelegt. Ah, hier. Das passiert mir ganz, ganz oft. Da hängen die dann einfach an den Deckeln von den Plexiglasscheiben fest. An den Deckeln von den Plexiglasscheiben. Oh geil, Rina hat wieder ein Deutsch, das ist wieder hervorragend. So. Ich sehe heute wieder nichts. Macht nichts, irgendwie wird es schon gehen. So, und dann vernähe ich den einfach. Könnt ihr überhaupt was sehen? Nicht so wirklich, ne? Bin ein bisschen runtergerutscht hier. Ich habe heute die Kamera ein bisschen anders stehen. Steht heute mehr an der Seite, weil ich immer auch beobachte, ob der Akku noch also hält und so. Mein iPhone wird jetzt, glaube ich, 2 Jahre dieses Jahr. Und ich habe aber auch keine volle Akkulaufzeit mehr. Deswegen muss ich immer gucken, wenn das bei 11 oder 12% ist, geht das Handy halt aus. Deswegen muss ich das immer schon von der Zeit her abziehen. So, wo ist jetzt meine Nadel hin? Irgendwo da unten. So. Ja, und dann habt ihr schon den Faden dran. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt habe ich hier gerade so einen Stoffwirrwarr. Den ganzen Gedrehe hier. So. Ja, der Tisch ist ein bisschen ungünstig hier. Aber nun gut. Sieht auf jeden Fall schon schön aus. Was ich ja immer noch sehr faszinierend finde, habe ich im Stream auch heute gesagt. Ich habe ja total viele
Bilder mit Blau. Also als ich das dann hier gezeigt habe, den Otter, haben viele gedacht, wie Drago schon wieder. Nee, Drago ist ja gar nicht so vom Blau her. Drago hat eine ganz andere Farbe. Ich kann euch den tatsächlich gerade mal zeigen, der liegt hier. Wartet mal ganz kurz. Dann zeige ich euch mal den Vergleich mit den Blautönen. Wollen wir dann die obere Schicht da. Also es ist ein ganz anderer Blauton. Ja, so, damit ihr mir auch glaubt, hier, da ist er. Drago, der ist ja ordentlich schwer. Ich habe den ja auch gewogen. Ja, hier diese ganzen schönen Blautöne. Viele dachten auf jeden Fall dann, ich würde Drago nochmal schicken. Nein. Ich glaube, ich würde niemals ein Motiv zweimal sticken, weil das ist dann nicht so. Ja, also ich meine, Perlenbilder dauern halt unfassbar lange, bis man sie fertig hat. Und wenn ihr ein Motiv zweimal stickt, das ist so. Ich glaube, die Mine, das man erzählt, die hat ja diese Moschee von Tokarewa. Blaue Moschee. Und ich weiß gar nicht, ob sie das war oder wo ich das mal gehört habe. Dass mal einer gefragt hat, ob man, also ob sie die nochmal sticken könnte für jemanden. Ja, aber so viele Stunden, die du da rein investierst, also entweder ist es echt, dass ich ein Motiv mache und ich verschenke es dann wirklich an wirklich ganz lieben Personen, die vielleicht halt nicht ja, die Zeit haben, die Lust haben, das zu machen. Ne, oder nur zum Geburtstag für die Eltern oder sowas. Oder Geschwister zur Geburt oder was weiß ich, dann so ein personalisiertes Bild oder sowas. Aber im Grunde genommen, ja, an so einem Bild sitzt man halt ewig, ne? Also wenn ich überlege, ich habe Otter, da war der, ach, der Otter sag ich, Drago, da war der ein Viertel, glaube ich, fertig. Das war ja Ende letzten Jahres. Und dann habe ich ja bis Anfang Mai Turbo gemacht und den fertig gestickt. Also ein Dreiviertel des Bildes habe ich innerhalb von 5 Monaten gestickt. Das heißt, so das ganze Bild. Ja, ich weiß nicht, 7 Monate brauchst du da und da musst du wirklich täglich dran sitzen, mehrere Stunden, nichts anderes mehr, ne? Also bestimmt so insgesamt mindestens 7 Monate habe ich daran gesessen. Und wenn ihr überlegt, dass ihr so lange an einem Projekt arbeitet, das ist mehr als ein halbes Jahr, ja, da geht halt viel Zeit drauf. Also ich kann mich noch erinnern an die Big Five, die ich für meine Mutter gepaintet habe. Das war, glaube ich, 2019. Müsste das gewesen sein in dem Jahr. Da habe ich 3 Monate an dem Bild gesessen und ich habe da immer dran gesessen. Ich habe nichts anderes gepaintet. Da habe ich auch nicht gestickt. Nein, weil mit Sticken habe ich erst im Mai 2020 angefangen. Und da habe ich durchgängig 3 Monate halt dran gesessen und gepaintet und gepaintet und jedes Wochenende und jede freie Minute quasi. Und es ist wirklich ein wunderschönes Bild. Es hat einen ganz, ganz tollen Rahmen bekommen. Es hängt bei meiner Mutter über der Couch. Also wunderschön, ne? Aber wenn man halt überlegt, dass man so ein Riesenbild macht, was dann halt nicht in einem Besitz bleibt oder doppelt stickt, also nee, also ein Bild doppelt sticken. Nee. Nee, das ist wäre nicht meins, ne? Auch nicht erst so als Perlenbild und dann nochmal als Kreuzstück und als Diamond Painting. Nee. Also was ich ja wohl habe, dieses Hogwarts-Bild, was ich bei Olga gekauft habe mit dem vielen Schwarz, das habe ich auch als Diamond Painting. Das hat die liebe Petra mir geschenkt. Das werde ich auch bald mal machen. Aber jetzt nicht in was weiß ich für Größen. Ne? Also so würde ich das dann nicht mal. Aber es ist ein kleines Bild und da freue ich mich auf jeden Fall auch, das zu machen. So. Wir machen hier an der Stelle Schluss. Ich werde mir gleich drüben den Stift holen. Ich mache mal eben hier die Perlen zu, sonst gibt es hier noch ein Unglück. Den Stift holen, die Linien hier nachzeichnen, weil hier sieht man halt jetzt schon nichts mehr und hier sind wir in den letzten. Und dann Perlen muss ich nachfüllen, weil die Farbe ist fast leer. Ich weiß nicht. Hier oben das Blau. Und ich muss mal was trinken. Ich merke, ich kriege einen kratzigen Hals. Gott, oh Gott. Und ich glaube, ich werde hier den Stoff nochmal umnähen. Ich weiß nicht. Hier sieht man das jetzt nicht. Ich habe hier aber schon wieder
einen Faden, der hier hängt. Hier. Ich denke, ich werde den nochmal einnähen zur Sicherheit. Weil ich werde da wirklich lange dran sticken. Das ist ja ein doch sehr großes Bild. Und ich weiß noch nicht, im Herbst, also ich habe auch noch ein Winterbild. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das werde ich bestimmt im Winter machen. Dann werde ich das wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr fertig schaffen. Aber mal gucken. Man weiß ja nie. Mal gucken, worauf ich Bock habe. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Da freue ich mich immer besonders drüber. Auch hier an der Stelle möchte ich nochmal Danke sagen für 1000 Abonnenten. Das hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich das geschafft habe. Ganz ohne Unterstützung von Kooperationspartnern, die 1000 zu schaffen. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder in einem Video, in einem Stream. Also, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.